Hallo und willkommen hier zu About Me, ein bisschen aus dem Garten. Mal wieder ist es Winter. Januar, schon Februar. Ist der 2. Februar 2020. Ich habe mich angemeldet für eine Kochsendung. Swiss Dinner, das große Messerwetzen. Und da habe ich die Aufgabe gekriegt, eine geräucherte Maronensuppe zu machen. Mit geräucherten Maronen. Und deswegen bin ich heute Tag hier, weil ich muss meinen Smoker einheizen. Hier. Da kommen jetzt die Maronen rein. Es ist eigentlich nicht mehr Saison, ne? Also man kriegt die auch nicht mehr frisch, leider. Scheiße, so letzten Monat wäre noch geklappt, aber jetzt geht's nicht mehr. Und daher müssen wir halt fertig gedünstete und gekochte kaufen. Und werden jetzt den Smoker legen für 20 Minuten. Hier haben wir Flamme, ja, also ja, so. Es hat auch ein bisschen Holz dabei. Also. Und wir haben heute. Ach, das ist nass. Hier, schön. Schön rauchig. So. Ja. Machen wir das ein bisschen zu. So. Temperatur 50 Grad. So. Jetzt warten wir, 20 Minuten. In der Zwischenzeit, wo wir hier am Warten sind, bis das geräuchert ist, ich dachte, machen wir einen Kaffee. Weil schon lange keinen Kaffee mehr gehabt. Es war ein lauer Winter. Bis jetzt. Nächste Woche gibt es 2 Tage kalt, wird es 2 Tage kalt. Und dann haben sie noch Schnee angesagt. Was glaubt ihr, selig? Die Bäume finden es irgendwie toll, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Vielleicht gibt es einen ganzen beschissenen Sommer. Aber das Wetter, dem Wetter ist immer beizupflichten. Daher. Ja, ich habe die Chance genutzt und habe noch ein Gläschen Essiggurken aus dem Garten geholt. Die zweitletzte. Wir haben viel Raclette gegessen diesen Winter. Daher hat es fast keine Essiggurken mehr. Wir freuen uns auf den Frühling, wenn wir wieder frische anpflanzen können. Ihr müsst verzeihen, ich nuschle ein bisschen heute. Es ist noch früh am Morgen. Und wir hatten gestern Wein. Und dann nuschle ich manchmal am Tag drauf ein bisschen. Noch 5 Minuten. Man hört es im Hintergrund. Es ist 10 vor 10. Sonntagsmorgen. Sonntag, es ist 10 vor 10 am Sonntagmorgen. Die Kirchengänger werden gerufen. Die Gläubigen strömen ins Gotteshaus. Ich trinke Kaffee mit dem Räucherofen. Smoker. Ja. Ich denke, kommt gut. Kommt gut. Ansonsten ist es ziemlich öde im Garten. Also die frischen Bäume, die wir gepflanzt haben, die sind, glaube ich, noch im Winterschlaf. Kirsche und Aprikosenspalier. Ein bisschen Knoblauch daran gesetzt und Pfeffer gestreut wegen Dachs. Das hat gut funktioniert. Wir haben noch Wintersalat. Mit ein bisschen Unkraut dazwischen. Dann haben wir natürlich den Krokus, der kommt. Das ist ein Mix Wahnsinniges, aber sieht hübsch aus. Wir hoffen mal, dass alles gut geht und die überleben. Und dann nächstes Jahr wird alles stärker. Was ganz toll ist, habe ich glaube schon mal gesagt, ist der Feldsalat. Der kommt auch bei dieser Temperatur und bei Minustemperaturen sehr gut. Wir hatten gestern Gartensitzung, was wir wo anpflanzen wollen und auch eine schematische Zeichnung angefertigt vom Garten. Ja, die kann man noch ein bisschen verbessern. Aber ansonsten sind wir zuversichtlich, wir freuen uns auf den Frühling. In der Zwischenzeit sind auch meine Maronen fertig. Und ich kann nach Hause gehen und die Basis der Suppe vorbereiten. Die Sendung wird ausgestrahlt auf Tele Zürich am 29. Februar 2020. Ich stelle euch einen Link unten rein, hier in dieses YouTube-Video, wo ihr dann direkt auf die Seite kommt und euch die ganze Sendung anschauen könnt. Gut, bis dann. Peace out.